So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes oder andersrum. Moin. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Wir haben gerade super genial Take-Off Zombie Attack Energy Drink mit Blutorange Lemongeschmack getestet. Das war richtig brutal. Wir haben noch, guckt euch das mal an, eine 3 Liter Flasche Bier hier stehen, weil der Hannes ist ja da. Das ist das Rotterbräu. Wir wollen aber, haben uns ausgemacht, weil in Pokémon Go das 7 Jahre Jubiläumsevent noch läuft, noch 2 Tage, kann man heute und morgen noch tauschen mit erhöhter Glücksrate. Das heißt, Pokémon, die ihr tauscht, können vermehrt glücklich werden. Jetzt habe ich in einem der letzten Videos ja gezeigt, ich habe mir bei ein paar Trades mit den kleinen Accounts 100% Praktibulk getradet. Ich habe mir 100% Riolu getradet. Das sind 2 Weltsensationen. Hannes hat gesagt, er hat auch noch ein paar Riolu. Ich habe geguckt, die kleinen Accounts haben auch noch ein paar Riolu. Wir wollen, glaube ich, gefühlt 64 Riolu Trades machen und schauen, ist was Gutes dabei, ist noch ein 100er dabei, wie viele von den 64 Riolus werden lucky, werden glücklich. Dafür gehe ich jetzt mal hier drauf. Geh ins Spiel. Hannes hat mir natürlich noch keine Tauschanfrage geschickt. Der hat ja lieber Dosenwerfen gespielt. Deswegen gucke ich mal jetzt. Hast du jetzt geschickt, dass ich zurück kann? Okay, ich gehe zurück. Das ist Hannes. Das ist immer noch nichts. Wem hast du geschickt? Mir? Ich habe nichts. Ja, ja. Na, was ist das denn schon wieder? Vielleicht bin ich im falschen Account drin. Ei. War. Schar. Bei wem bist du denn jetzt? F. Wer sieht doch nicht, na bei mir natürlich. Jetzt hör auf rauszugehen, bleib drin, das findet sich bestimmt. Da. Oh, Niantic, Niantic. Ihr macht's aber schon wieder kompliziert. Ja, ja, ich gebe dir einfach das, was ich zuletzt gefangen habe. Ja, immer doch. Und du gibst mir einfach alles, was Riolu heißt. Ja, ja, natürlich, klar. Das muss man ja nur einmal eingeben und dann steht das eigentlich immer dort. So, und ihr könnt jetzt die Beine hochlegen, könnt entspannen und könnt drauf warten, vielleicht, dass wir hier 64 Riolu Trades machen und gucken, wie viele davon lucky werden. Alle. Ob ein gutes dabei ist oder nicht. Das wäre Sensation, wenn es alle. Guck mal, das erste. Weißt du den 100er Wert auswendig, Hannes? Nee. Der steht ja eigentlich dabei im Tauschbildschirm. 526, das ist nix. Ich weiß nicht, ob ich es extra bewerten soll oder nicht. 567 müsste das 100er sein. Also wenn es alles, was unter 550 ist, kann ich eigentlich direkt wegschicken. Damit es auch nicht den Beutel vollmüllt. Das war der erste Trade. Der Zombie ist umgefallen hier. Steht doch oben. Wenn 5, 6, 7 steht, weißt du, dass das der höchste Wert ist, den S erreichen kann? Alter, was ist denn hier los? Greift dir noch so ein schönes schwedisches Lakritz? Dann weißt du, die Welt ist in Ordnung. 63 Trades noch vor uns. 532, das kann weg. Das Gute ist, wenn ich die wegschicke, habe ich 2 Lucario-Bonbons bekommen. Und das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich habe doch ein Riolu weggeschickt. Wieso kriege ich 2 Lucario-Bonbons? Oder kann ich nicht lesen? Da stand doch gerade Lucario-Bonbon mal 2. Obwohl ich ein Riolu verschickt habe. Seit wann werden denn die Weiterentwicklungsdinger angegeben? Normalerweise müsste da Riolu-Bonbon mal 2 stehen. Oh. Ja, die Zombies bewegen sich. Vor allem wollen wir die Dosen dann mitnehmen, weil die so cool aussehen. Die Zombies machen sich. 499, der wird immer schlechter. Guck mal, der hat 0 Sterne, also weg damit. Und was steht dort? Lucario Bonbon mal 2. Verstehe ich nicht. Du kriegst jetzt hier lauter Schiggis. Da hast du ja dann ganz viele Glücksschiggis dabei. Und ich habe dann ganz viele Riolu. Wieso heißen einige Ramon und andere nicht? Weil ich die eigentlich nach dir alle benennen wollte, weil, wozu das war alles denn? Weil das alles eigentlich deine gewesen sind, dass ich da würde ich doch, da bin ich doch faul, da mache ich nur ein R. Und dann weiß ich, wer heißt schon R. Ja, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das. Ramon, Ramses, Ramon irgendwas. Da schreibe ich doch nicht den ganzen Namen hin. Und hast du ja eh nicht. Nee, bei allen. Hast ja nur bei 2, 3 geschrieben und dann der Rest, der ist eben nicht für mich. Aber jetzt schon. Doch, und deswegen. Die sind alle für dich. So, weil der Hannes, wie viel hast du, Lucario? 20, 8, 7? 9. 9. Weil der Hannes ja nur 9 Stück hat auf seinem Account, machen wir dann kurz einen Cut.
wenn er mit seinen durch ist, ich gebe ihm ein anderes Handy mit einem anderen Account und er schickt von dem nächsten Account dann die nächsten 4, 5, 6 Stück rüber, bis wir bei der Nudel sind, die noch 20 Stück hat. Und so bleibt das spannend und wir bleiben am Ball und das ist nichts und deswegen kann ich es wieder wegschicken und krieg schon wieder 2 Lucario-Bonbons, warum auch immer. Wir haben also dafür gesorgt, dass das hier nicht ein kurzes Video wird. Das soll ein Video sein, wo der Hannes und der Spaß im Vordergrund stehen, deswegen rede ich die ganze Zeit, dass er gar nicht zu Wort kommt und was wir dann als Premiere schalten können. So, hier krabbelt schon Ameisen. Das könnte nichts werden. Wie gefällt dir Meiningen so? Jetzt der erste Eindruck im Vergleich zu Hibu, jetzt wo es kein Lutzdöner gibt. Zu groß. Wo wir noch kein Raid machen konnten. Zu groß. Wo das nächste Einkaufszentrum 3 Stunden mit Auto entfernt ist. Zu groß. Wo wir am höchsten Punkt von Meiningen sind auf einem Berg. Orientierungslos. Zu groß. Zu groß, genau. Aber hier hast du wenigstens direkt hinterm Block einfach so einen Tisch mit Dach in der Hütte und kannst drin sitzen und tauschen. Das hast du in Hibu nicht, da sitzt du in der prallen Sonne gesessen. Wo hättest du das jetzt in Hibu machen wollen? Da hinten, da wo wir sonst immer gesessen sind, da wäre jetzt Schatten gewesen. Wo? Ja, da hinten? In unserer, ja, bei uns hinten in dieser kleinen Siedlung da hinten drin. Hinten in der Siedlung? Jo. Du meinst am Hefemarkt? Ja, genau, richtig. Da wäre jetzt wahrscheinlich Schatten. Wieso ist das Schatten? Da ist weil die Sonne sich schon langsam wieder nach weil hinten befördert. Weil das Gebäude vom China-Restaurant die Sonne einfängt und genau, deswegen... Genau, richtig. Mensch, Hannes, das dauert aber immer bei dir. Da muss ich aber mal jetzt hier zügig. Normalerweise, wenn man einen zweiten hat, geht das schneller, als wenn man alleine ist. Aber die 2 Accounts gestern, die haben ja so Tempo gemacht. Ich muss mich nämlich immer beeilen, wenn ich nach dem Stream noch tauschen will, dass ich die 100 Trades noch mache. Und es ist immer kurz vor 12 war und dann musstest du schnell immer... Der hieß schon wieder Ramon. Und yo. 491. Sag mal, ist das Event überhaupt noch aktiv oder was? Ich weiß es nicht. Das ist ja schlimm. Ich weiß, je älter was ist, desto besser natürlich die Chancen, lucky zu werden. Aber das ist ja bis jetzt noch gar nichts geworden. Bei den 2 Accounts ja. Habe ich, wenn ich 10 Pokémon getauscht habe, sind mindestens 2 oder 3 lucky geworden. Krass. Hier? Gar nichts. Obwohl, es fühlt sich gerade an, als hätten wir schon 12 Stück getauscht, obwohl du nur 9 Stück hast. Also das funktioniert ja auch nicht. 516, nix. Du hast nur 9 Stück, aber hast schon 12 getauscht. Das finde ich cool. Jetzt machen wir Torte. Wenn du fährst... Ich habe Torte, will ich auch noch. Ja, dann werf mir halt noch eine Torte rüber. Den Partyhut habe ich ja schon auf. Und ich kann dann ja mal gucken, was wir als nächstes machen. Dann kann ich das schon vorbereiten, nämlich... Wenn es nicht so lange dauern würde mit Torte. Torte! Aber hör auf, mir alle Torten zu schicken. Heb dir bitte eine Torte auf. 100, das sieht gut aus. Ich guck mal in meine Liste, was der nächste wäre. Der Mild hat 4 Stück, der Soft hat 8 Stück, der Kids hat 4 Stück, der Pikant hat 3 Stück, Super Sani hat 4 Stück, Adi hat 8 Stück, Molly hat 2 Stück, die Nudel hat 20 Stück. So, das ist nix. Hier müsste ich eigentlich bewerten, aber ich weiß, das muss irgendwas über 1560 sein, bevor das gut ist. Also was drunter ist, kann auch wieder weg. Jetzt gehe ich hier schon mal rein. Melde mal den Ivar Mild Account an. Obwohl ich dachte, dass ich mit dem Mild gestern getauscht habe, aber okay. Vielleicht, weil es dann um 12 war, habe ich aufgehört. Ach so, ich habe da nichts mehr gefunden. Das ist nämlich das Schlimme. Wenn du deinen Spezialtausch noch nicht gemacht hast und gehst da rein, und musst dich durch lauter Shinies durchwühlen, durch lauter Legendäre durchwühlen, bis du mal einen Pokémon findest, was du nicht brauchst. Das hat 3 Sterne, das hebe ich mal auf. Am besten also immer den Spezialtausch wegmachen, dann werden euch keine Shinies mehr angezeigt, dann werden euch keine Legendären mehr angezeigt und ihr kommt direkt nur zu diesen Pokémon, die nicht spezial sind, die ihr eigentlich gar nicht braucht, weil die halt... Naja, dann wird halt nur das angezeigt und es ist halt übersichtlicher. Jetzt muss ich hier mal kurz schauen. So. Da melden wir uns ab. 1184, das ist ohne Wetterbrust. Da muss ich trotzdem bewerten. Hat aber nur 1 Stern, der kann also auch weg. So, anmelden, zurückkehren. Shiki, Ikamaro ist auch am Start. 3 haben wir noch. 3. Was wollte ich hier? Mild, genau. Das gebe ich dann dir. Du bist dann der Milde. Genau. Wir hätten uns noch Bonusbier mitnehmen müssen, dass wenn man hier sitzt, man zwischendurch auch was trinken kann.
Ich schaue echt, dass ich jeden Siade Reike hat kommentiert und es ist ein 12,54. Auch 3 Sterne, den lasse ich auch mal drin. Ich will das Beste halt trotzdem dann aufheben. Nicht, dass mir deine Todonatoren jetzt hier einen Strich durch die Rechnung machen und ich dadurch an die 100 komme und dann gar nicht alle tauschen kann von den Riolus. Weil die Riolus waren ja eigentlich die, um die es ging. Ja. 0R Ramses. So, ich drücke hier einfach schon mal drauf, weil du bist ja gleich fertig, glaube ich. Ja, einen habe ich noch. 12, 23, 15 Angriff, Rest kann weg. Und keine Sorge, die kleinen Accounts haben keine Todonatoren mehr, die haben keine Axandors mehr, die haben keine Praktibalks mehr, die haben alle wirklich nur noch Riolu. Ab jetzt wird dann nur noch Riolu getradet. Tauschanfrage ist auch schon da. Müsste aber noch 4 Stück trotzdem Schluss sein. Dann geht das Video bestimmt eine Stunde oder so. Obwohl es nächstes wird ja dann geschnitten, also gibt's doch nichts. Erst nach 5 Monaten. 12,39. Ey, Glücks mit. Boah, es ist so schlecht, da ich heb's trotzdem erstmal kurz auf. Hast du jetzt noch eins? Nein, ich bin durch mit meinen. Dann pass auf, dann wechsle ich jetzt hier raus, geh hier drauf, geb dir das Handy, geh auf Ivermill. Du bist jetzt Ivermill, da müssen wir gar nicht schneiden. Und du gibst jetzt Riolu ein. Hey, jo. Und müsstest dann sehen, dass das 4 Stück sind, die ich dir rübergeben kann. Jetzt wählt es wirklich nur die aus, die der andere schon hat, was kein Spezialtausch ist, dass ihr einfach in Ruhe traden könnt. Genau. Und die weiß ich nicht, die sind glaube ich noch aus dem Event, wo man Shiny Mantips brüten konnte und die immer dann rausgekommen sind aus den Eiern. Steht wieder was von Tauschabklingzeit. Jetzt hat es wieder irgendwie die Animation übersprungen, also das ist auch schlecht. Kann man wegmachen. Wieder 2 Lucario-Bonbons. Jetzt muss ich wieder drauf, muss ich wieder suchen. Ei war mild, bin da. Jo. Kriegst einen Fünks. Was sagst du denn zum nächsten C-Day? Schon gesehen, was der nächste C-Day ist? Mm. 30. Juli. Nee. Quapsel. Ach Gott. Hey, wir haben jetzt ein Wasser-Pokémon gehabt mit Shigi. Und jetzt haben wir ein Wasser-Pokémon mit Quapsel. Ach, Quapsel, doch. Quapsel. Es ist halt nichts Neues, ne? Es ist halt schon was, was es schon gibt als Shiny und so. Nee, da habe ich alle. Und dann ist es wieder für Raids, es ist auch wieder nichts. Wieder so eine GBL-Geschichte, aber. Tausch ist abgelaufen. Jetzt, ich weiß nicht, was das ist. Den Fehler hatte ich letztens schon, dass da 100.000 Mal das stand ja, und dann ja, nichts mehr ging. Das habe ich aber auch oft auf Kopf. Wozu? Niantic. Aktivieren Sie bitte doch mal Showcases, denn alle Spieler haben Showcases und ich nicht. Hast du Showcases? Du guckst mich an nach dem Motto, was ist das denn? Genau, ja. Das ist das, wo du einen Shigi in den Stop reinsetzt und wenn es das größte Shigi ist, von allen, die reingesetzt werden. Hey, Lucky! Lucky! Schlecht, dann können wir es wegwerfen, weil die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr, komm. Und dann kannst du was gewinnen. Oh, okay. Mann, ey. Manchmal, wenn du Platz 1 nämlich bist, kann es sein, dass du eine Brutmaschine gratis bekommst für Platz 1 oder 7000 Sternenstaub oder irgendwas und das ist schon cool. Und du kriegst auch eine Medaille dafür. Okay. Wenn du einen Showcase mal gewonnen hast, kriegst du eine Medaille. Wenn du so und so viele Showcases gewonnen hast, kriegst du dann auch wieder Silber, Gold, Platin und sehr cool. Wenn du also eh rumläufst, statt die Stops einfach nur zu drehen, kannst du bei manchen einen Showcase machen, wo du deinen Pokémon präsentieren kannst. Und ja, dann gibt es halt immer andere. Und weil jetzt die ganze Season sich um Shigi dreht. Oh, ich muss wieder 1000 Mal hier drücken. Der ist durch. Der ist durch. Waren das schon 4, ja? Mild war es durch, ja. Dann müssen wir kurz, ich schau mal hier. Kannst du dich mal abmelden? Oder warte, ja. Ich mach das schon. Wir gehen mal hier raus. Wir gehen mal von mild. Gehen wir mal auf soft. Jetzt kann ich hier auch schon auf soft drücken. Soft hat 8 Stück. Das ist sehr gut. Das hört sich gut an. Es drückt jetzt hier auch immer zu. Abgelaufen. Ich glaube, ich starte mal meine App kurz neu. Wenn ihr den Fehler kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Soft hat 8 Stück. Hauen wir mal 8 Stück rüber. So, wie viele Luckys haben wir jetzt gehabt? 2. Ein Todonado und ein Riolu.
Richtig. Das ist nicht viel, Hannes. Da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Na, ich eigentlich auch, wenn das nur jetzt wirklich jetzt diese Welt ist da. Soft. So. Bist du etwa schon im Tauschspiel? Ja. Ich aber noch nicht. Ach nein. Der Hannes ist einfach im Po-Gebäude. Ja. Und ich wundere mich, wieso nichts klappt. Da ist die Anfrage. Hey, du kriegst einen Felino. Das ist nämlich auch blau. Acht Stück, jetzt kommt's. Aus Hildburghausen. Da werden Erinnerungen hoch, wach, wie auch immer. Alle acht werden des Glücks. Aber ich glaube, wenn die Trade Station um ist, haben wir so viel Durst, dann müssen wir die 3 Liter Rotterbräu Bierflasche trinken. Und dann noch ein Chili-Tasting, Chili-Soßen-Tasting, das muss auch noch sein. 509. Dann haben wir heute schon wieder 5 Videos gedreht. Und das muss jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag so sein, weil Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so sein, weil am Freitag kommen ja dann die Gäste für den Geburtstag und dann habe ich ja mit dem Hannes keine Privatsphäre mehr. Nein. Die wollen ja dann alle irgendwie ein Stück vom Kuchen. Hannes ist ja Kuchen, das ist es ja. Ich bin ja mal gespannt. Ist der Marie, der eine, der kommt, der will sogar seinen Hund mitbringen. Der ist groß und schwarz und der wird dann bestimmt alle nass machen und das ist bestimmt voll cool. Und er ist angeblich total lieb, der Hund. Aber er hat gesagt, hoffentlich sind keine Kinder da, weil der kann irgendwie nicht mit Kindern. Aber eigentlich sind ja gar keine Kinder da, außer Kinder, die dort langlaufen, die keiner kennt und die sind dann halt nicht mehr da. Aber ich habe jetzt keine Kinder mitgenommen. Weil ihr wollt ja morgen irgendwas Cooles machen. Morgen? Na, am Freitag, meinst du? Am Freitag. Siehst du, jeder hat da sein Ding. Film gucken, genau. Okay. Ja, das ist doch schön, so ein bisschen Zeit mal verbringen mit dem Muttertier, mit deinem eigenen Exklusiv. Das ist nicht mein Muttertier, das ist meine Mama. Ja. Ganz doll lieb. Guck, Herz, Pupsi, wenn du das siehst, das ist voll süß, gell? Du wirst es wahrscheinlich eh nicht sehen. Müssen wir es jetzt zwingen. Du musst dir mal das Video angucken, was da über eine Stunde geht, wo der Hannes mit mir getauscht hat. Das klingt erstmal langweilig, aber da ist 558. Das dritte. Guck mal, 14, 14, 14, das sieht gut aus, das behalte ich erstmal. Das dritte Glücks, aber das wievielte? Ach, wir sehen es ja gleich, wenn es nicht mehr geht. 4 Stück sind noch da. 4 sind noch vorhanden. 4 Stück, wunderbar. Aus Moskau kommen das sogar. Ach Gott. Wo rennst du denn rum? Na, hä? Moskau, Russland? Ich hab mich verirrt. Das muss aber alt sein. Ich denke, in Russland gibt es gar kein Pokémon Go mehr. Da darf keiner mehr spielen. Und die App ist abgeschaltet, deaktiviert. Keine Stops, keine Spawns, kein gar nichts. Deswegen wollte ja auch der Ibersoft loswerden. Lucario. Hey, das hätte man eigentlich aufheben müssen. Wenn man eins aus Moskau hat, Russland. Und alle so, das geht gar nicht. Dort gibt es gar kein Pokémon Go. Hab ich. Jetzt ist das Hitbookhaus nur noch, jetzt interessiert es keinen mehr. Wie viele sind denn noch drin? Genug. 3 Hände voll. So richtige Affenhände, so, wo ganz viele reinpassen. Das ist aber sehr gut. Da möchte jeder von den Gästen bestimmt dann mal eins probieren. Von Marie, jetzt können wir Wetten abschließen, wie viel bis Freitag noch übrig sind. Ja, ich glaube, wenn die alle das ausgespuckt haben, sagt der Hannes, den Rest esse ich jetzt auf Ex und dann ist es Abeck. Kann man den großen Samyang-Lakritz-Salztopf machen mit Samyang-Nudeln und die Dinger dazwischen wischen und dann gucken, wie es schmeckt. Frankenblick Thüringen, das klingt schon nach Bockwurst King. Kennst du den Bockwurst King? Ja. Schon mal gesehen? Nee, gesehen nicht, aber gehört. Mit dem hatte ich die erste Berührung von den Samyang-Nudeln, weil der mir damals so eine Packung mitgebracht hat und hat gesagt, hier, das sind so scharfe Nudeln. Die musst du mal probieren. Oh. Mit dem hatte ich das allererste Video, wo es um Samyang-Nudeln ging. Hast du jetzt die Wespe eingesaugt in die Nase oder was? Ja, irgendwie so ähnlich. Ja, toll. Oh. Einknupft. Eins ist es noch. Jo. Dann gleich wieder umwechseln. Da muss ich noch mal gucken, wer als nächstes kommt. Es kommt nämlich nach Soft kommt Kids. Und Kids hat nur 4 Stück. Das heißt, ich kann dir schon mal das Handy klauen. Ich sehe, der Akku geht gleich zur Neige. Das wird nix. Das wird nix, Hannes. Das wird nix. Und das du kannst dich ja abmelden und dann ist okay. 557 und
Ich lasse es erstmal da. Ich dachte, wieso gehe ich denn auf Tauschen? Das ist ja Quatsch. Kids, 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 ich tausche kurz aus und dann ist es wunderbar. So, scharf, soft. Kids. Das ist Kids. Kids hat schon geschickt. Pikant hat auch noch. Adi Molly Nudel. Bei den Blauen haben nur 3 Stück was. Die Roten, alle 6 roten Accounts haben kein Riolu. Entweder sind die schon weg oder die haben einfach noch nie eins gehabt. Die 6 roten Accounts sind alle leer ausgegangen. 3 blaue haben was und gefühlt jeder gelbe hat eins. Da seht ihr, die gelben sind schon am längsten am Start. Da wurde schon am meisten mitgemacht. Du kriegst wieder hier einen Zipfelmützen-Schiggy aus Kotburg. Wo ist denn der Button? Wo ist er? Hildburghausen. Männlich. Das sieht gut aus. Blau, blau, gesellt sich gern. 3 ein XL. Achso, ich krieg ja immer zu XL für Schiggy. Ja. Ich bräuchte XL für Riolu. Ich habe aber meine, würde ich jetzt nicht einfach so sinnlos wegschleudern. Ja, weil das geht ja an die kleinen Accounts, da brauche ich es ja nicht. Aber die du jetzt bekommst. Ja, aber durchs Verschicken passiert ja nicht viel. Die haben ja 500 WP, da fällt halt kein XL ab. Da brauchst du schon wirklich einen ganzen Sack. Die musstest du alle erst auf Level 40 ziehen und dann verschicken. Dann kriegst du XL-Bonbons, hast aber normale Bonbons verbraucht. Wir sind bei Kids, ja? Pikant danach. Jo. Pikant 3 Stück, 4 Stück. Das ist das zweite. 2 haben wir noch. 50-50, yo. Noch 2 Videos dann davor, yo. Dings wechseln, Akku wechseln. Ich hoffe, das hält alles überhaupt. Wenn wir Freitag, Samstag, Sonntag da weg, ich weiß nicht. Muss ich alles noch 5-mal laden. Da kommt vielleicht diesmal das erste Mal die Kopflampe zum Einsatz. Und bei Aufsatz mit Licht. Wie wir das mit Grillen machen, weiß ich auch nicht. Gar nicht. Einweggrill, Grillschalen, irgendwas. Ich zieh mal an, den Hebenstock halt drüber. Ich nehme einfach ein bisschen Lakritz mit und da ist für ausreichend Ernährung gesorgt. Ne? Was braucht man denn mehr? So ein großes Bier, genau. Die Marie, die weiß, was abgeht. Richtig schönes großes Bier mitgenommen. Das müsste das fünfte gewesen sein. 547. Musst du ein Gewinnspiel draus machen? 93er. Wer die richtige Anzahl drunter schreibt, wie viele Lucky Pokémon es hier drin gab, der kriegt ein Lucky Pokémon getauscht. Geht doch gar nicht. Ach, ihr Schlawiner wieder, du. Das funktioniert doch gar nicht. Die sind ja fest. Naja, was könnte man dann daran machen? Dem tausche ich ein Riolu von meinem Account auf seinen Account. Das letzte Pokémon. Und zwar das älteste, was ich habe, damit es vielleicht lucky wird. Aber bis ihr das seht, ist das Event vorbei und dann gibt es keine erhöhte Lucky Chance mehr. Was denn? Was habe ich denn da Rotes? Zu Ende. Alles. Vielleicht ist es Sonnenbrand. Tauschen abgelaufen. Was waren das alle? Ende. Dann gehst du mal auf den Pikant. Den suche ich mir jetzt mal hier raus. Das ist der Pikante. Kann ja sein, durchs Tauschen wird sogar einer lucky. War das Anton? Die Ente? Was? Ne? Weiß nicht. Pikant, pass auf. Anton, die Ente, das ist der Pikant. Pupsi hat? Achso, doch, Pupsi hat auch 4 Stück. Also jetzt kommen nur 3. Das müsste schnell gehen. 23 Minuten. Das müsste schnell gehen. Alles gut, guck mal, stell dir mal vor, wir hätten jetzt in der Sonne gesessen. Das Ding wäre schon längst ausgegangen, weil es überhitzt ist. Weil es einfach in der prallen Sonne hängt. Und wir wären wahrscheinlich umfallen. Ja, wir hätten auch im Liegen weitergemacht. Tauschen geht immer, da muss man Prioritäten setzen. Aber nicht, wenn du umgibst und nichts mehr machst. Sitzen ist nicht so wichtig, Hauptsache liegen und im Liegen noch Prioritäten setzen. Du kriegst wieder einen Fünks. Oh, da kommt dann ein fettes Sumpex, was dann in der... Aber das wird nicht, das wird bei Super Sunny draufkommen. Das ist auch gut so, weil das ist ja eher ein Hauptaccount. Der braucht Sumpexe. Wenn das lucky wird, das wäre krass. Und ein 100er. 100er Sumpex. Jetzt hier 1 und X 494. Das wirft halt nichts ab, aber immer Lucario Bonbon. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso es das macht. Schneckmark, Rot, Coburg 100, Wiener Neustadt, Niederösterreich. Ja, kommt auch noch ein paar.
Kilometer zum. Übrigens, bist du mit der Nudellacke, ja, hast du mir geschrieben. Jo. Hätten wir ja heute dann auch noch tauschen können in Ruhe. Von wegen, gib mir irgendwas, nimm dir alles. Also, der Hannes ist immer so ein bescheidener Mensch. Der sagt immer, nimm alles, gib mir nix. Ja. Das ist nicht gut. Ihr müsst auch trotzdem Werte und Ideale haben und nicht, weil dann kommen andere und nehmen euch wirklich alles. Und nee. Nehmen euch nichts. Das ist weil Quatsch. Du bist der Einzige, bei dem ich das mache. Die anderen müssen zahlen dafür. Ja, aber das ist ja, wenn du nichts mehr hast, wissen alle, warum du nichts mehr hast, weil ich es alles genommen habe. Weil es ist ja nicht so, dass mehrere alles nehmen können, sondern nur ich und dann wissen sie genau, wer es war. Deswegen kann ich auch nichts nehmen, weil sonst wissen sie, dass ich es war. Na. Das war das dritte, das heißt, jetzt geht's weiter mit Super Sani und vier Stück. Das ist genau unter dem Picanda-Count. Ja. Mal gucken, ob du da hinkommst. Mal schon. Auf eigene Gefahr. Haut hin. Dann muss ich so lange nämlich hier Super eingeben. Super. Super Sony tauschen. Jetzt dachte ich, wieso steht da 25 Minuten Aufnahme und hier 16 Minuten, aber das ist die Uhrzeit. Das ist die Uhrzeit, die rot angezeigt wird und das ist die Laufzeit, die rot angezeigt wird. Das kann zu Verwirrung führen, ja. Das ist genau der letzte, der da steht. Da muss man nicht mal scrollen. Das ist ganz komplett ohne. Wie ein Papagei auf der Schulter. Willst du etwa noch einen Lakritz essen oder was fummelst du da in der Dose rum? Nö. Ist ein bisschen, machst du ein bisschen Pfeffer bisschen dran, probieren. Da kommt das Salz nicht mehr so durch. Bisschen probieren. Hey, die Mama schenkt mir sowas. Vielleicht wollte sie mich vergiften, ja? Los, Hannes, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss doch tauschen. Bin schon drin. Du weißt schon, wenn du in der Ansicht hinten direkt aufs Tauschsymbol drückst, direkt in den Tausch kommst und nicht erst auf den Avatar drücken musst und dann rüber und dann so. Okay. Das spart zwei Schritte. Das ist total crazy so. Muss ich gleich Tutorial machen, wie man schneller tauscht. Oh, für ja. Die Leute, die das noch nicht wissen. Das ist gut, lass das ruhig drin. Der stinkende, muffige Geruch muss bleiben. Weil wenn das jetzt der muffige Stinkgeruch rausgeht und die anderen essen das und sagen, das schmeckt ja gar nicht so schlecht. Und ich, hä? Ja gut, weil wir haben es die ganze Zeit mit muffigem Stinkgeruch gegessen und deswegen. Das muss, am besten wir stellen es noch eine Woche jetzt, bis die kommen in die Sonne, in die Pralle. Und du noch, was weiß ich, ein bisschen Mayonnaise mit reinkippen. Und dann sag mal, hier, guck mal, Lakritz. Und da freuen sich die Jesse. Schicki. Muss ich schon wieder gucken, weil ich schon wieder vergessen habe. Super Sani waren ja, vier. Schafft es da das Sumpex noch? Das ist die Frage. Schafft es da das Sumpex noch? Die Sonne kommt immer näher, sehe ich. Die knallt gleich da hinten drauf. 529, nix. Ich kann ja beim letzten das Sumpex einfach nehmen, auch wenn es gar nicht dran wäre. Mhm. Und es ist... Das dritte ist das jetzt. Hä? Sumpex ist weg? Habe ich das Sumpex schon getauscht eben? Nein. Wieso sehe ich es dann nicht mehr? Als ob sie keinen Sumpex hat, ich bitte dich. Weil dann wäre es ja ein Spezialtausch und deswegen wird es nicht angezeigt, aber... Sandra hat doch Sumpex. Mensch, Hannes, ich muss doch auch drücken, was ist denn los? Ito Manokinara. Ich weiß nicht, warum nicht drückst. Ja, das Auto hat mich abgelenkt da vorne. Ach so. Das ist ganz... Ja, ja. Ganz kritisch sowas, pass auf. Jo, jo, jo. Eins ist, glaube ich, noch über. Eins ist eins noch über. 550. Hm, drei Sterne, aber nee, brauche ich nicht. Geh weg, ich habe ja genügend 98er eigentlich. Egal ob Glücks oder Unglücks. 98er sind auf jeden Fall am Start. Da brauche ich ja nichts aufheben, was schlechter ist. Reicht ja, wenn du von Riolus Beste aufhebst und von Lucarius Beste aufhebst. Was brauchst du jetzt? 20... Riolu aufheben mit drei Sternen, die alle so 13, 14, 15 Werte haben. Das ist alles Quatsch. Als nächstes käme jetzt Adi. Der Adi-Account, der blaue, den findest du bestimmt auch. Da kommt nämlich sowieso dann erstmal Mäusekind, dann kommt Adi und dann Molly. Und der heißt ja auch genauso. Na, Mäusekind gibt's nicht, oder? Und wir sind aber fertig mit denen. Das war jetzt das vierte, ja? Ja, 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 das war das vierte. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches so. Ja, nee. Da gehe ich schon mal auf Adi. Ja, unter dem Super Sani Account müsste Mäusekind kommen und dann müsste ja, Adi kommen Mäusekind und dann Molly. Gehabt, oder was? Nö, hab ich geguckt. Okay. Hat nichts. Mein Name ist Bulli, aber das macht nichts. Wieso fehlt mich Ramses Kitchen hier? Das ist der Mad Dog Burger ohne Mad Dog Soße in der Special Edition, diesmal mit. Versteht ihr? Cool.
Und wahrscheinlich geht das nicht, weil ganz nach ihr Kinder rumrennen, die essen mir dann die Burger weg. Ja, wahrscheinlich. Muss ich das so machen. Wahrscheinlich. Na, glaube ich nicht. Ach nein, ist ja kein Schwein. Außerdem hätte ich jetzt wieder meine schwarze Käppi aufsetzen müssen, weil das ist ja ein Pokémon-Video. Mhm. Wer das nicht weiß, bei Tastings, Ramses Kitchen, tue ich immer die rote Kappe vom Natururin aufsetzen. Bei Pokémon-Videos eigentlich immer die schwarze Kappe mit dem, jetzt drückt er wieder nicht aufs Symbol, die Sau, beim nächsten Mal muss ich es dir nochmal zeigen. Ja, zeig's mir nochmal. Ja, ich zeige dir. Bei Pokémon-Videos setze ich eigentlich immer die schwarze Käppi auf, weil da ist ja ein Pikachu vorne drauf und so. Und wir haben ja so eine schwarze Käppi. Wie 8? 8. Warte, Hannes, ich guck nochmal nach. Ja, 8 steht ja auch hier. Siehst du, habe ich doch. Zweifel ich schon an mir selbst, was du da machst. Oh, die Gläser werden warm, das geht nicht, dann brennt der Tisch an. Durch die Reflexion geht es dann. Und dann kommen die Feuerwehren nicht, weil die Tonne brennt, sondern weil der Hannes brennt. Wie sein Format auf YouTube, wo er Chili kocht. Ich stehe in Flammen. Bei 8 Stück ist bestimmt ein Lucky dabei. Und? Ja. Nix. Aber wir haben ja noch 7, weil der Spruch geht eigentlich bei 7 Stück. Ist bestimmt ein Lucky dabei. Schicki! Früher habe ich gesagt, es lohnt sich gar nicht, wenn man jeden Tag 100 Pokémon hin und her tauscht. Das vergeudet ja nur Staub. Aber ich muss ja nur ein Pokémon fangen, dann habe ich die 100 Staub ja wieder drin. Mhm. Also könnte ich, wenn ich 100 fange und 100 tausche... Kommst du auf null. Ja eben, dann habe ich ja eigentlich nichts ausgegeben oder verschwendet. Mhm. Und ich tausche ja nicht jeden Tag 100, aber ich fange ja gefühlt mehr als 100. Jeden Tag, also gehe ich ja trotzdem hoch ins Plus. Mach's Plus weg! Heißt es immer bei TikTok, warum auch immer. Was? Weil das da so heißt, wenn du jemanden abonnierst. Das haben sie doch bei Chill mit Ramses erklärt. Mach's Plus weg! Heißt, dass der Bauer aufstößt. Das hast du aber fein gemacht. Das war ich musste gar nicht klopfen, es kam von alleine. Ja, das Kopf kommt von alleine. So, das habe ich schon gelernt. Sante. Das ist der dritte oder was? Bestimmt. Ja. Lucario Bonbons. Dann kommt der Vierte, kriegst auch einen Schigi, mal zur Abwechslung, damit da ein Wunderbar. Bisschen Spannung reinkommt. Blau gegen Blau. Hört sich gut an. Hannes, wir haben es bald geschafft. Macht ja nichts. Es sind noch 2 Accounts. Das ist so ein Riesenprojekt. Das ist Ramses Minus, ging immer fast eine Stunde. Jetzt neu, Hannes tauscht. Als Stargast heute, Ramse dabei. Oh, Lucky! Und 548, 3 Sterne, aber wir werden es verschicken, es kommt aus Thema. Das können wir nicht machen. Lässt du die Mütze in Ruhe? Ich muss jetzt, es sind noch, wie viel sind noch übrig? 4. 4, die Hälfte, da unten sehe ich ein Krakilo. Marie! Ich komme gleich mit dem Knüppel. Ja, so. aber wir sind ja auch schon auf eine Stunde gekommen mit 100. Mit 100? Tausch, ja. Toll, Fred Durst wieder am Start. Naja, machen wir jetzt einen auf Karrion Kross, ne? Ja, genau. Du bist, ne, wie heißt jetzt, hab ich den... Wie heißt die Dame, die beim Karrion Kross immer mit reinkommt? Ich wollte sagen Charlotte, aber das ist ja die Charlotte Flair. Die heißt nämlich... Hey, wie komme ich auf den Namen? Agathe? Nein, wie heißt die denn? Das ist aber sehr verzwickt. Scarlett. Scarlett! Oder? Scarlett war es. Aber ist Scarlet nicht das, wie es bei Pokémon heißt, Scarlet, also die Farbe Scarlet, ist Scarlet und Rubin, ist das nicht das Violette? Scarlet, jo, nächste. Irgendwas? 558, 14, 14, 14, lass mal drin. Ich glaube, ich nehme dir mal die Mütze gleich wieder weg. Ich fühle mich so nackig deswegen, so närrisch. Hätte ich meine Pokémon-Mütze auf, dann hätte ich dir die rote geben können. Wenn ihr noch Natururin-Merch braucht, dann guckt beim Natururin auf den YouTube-Kanal. In der Beschreibung hat er eine Verlinkung zu seinem YouTube, also zu seinem Merch. Da könnt ihr Mützen kaufen, Tassen kaufen, da könnt ihr Kissenbezüge kaufen. Kein Schicken. Ihr könnt Hosen kaufen, Ihr könnt T-Shirts kaufen, Tanktops kaufen, ist das letzte kaufen. Jo. Gut, da kriegst du jetzt noch ein Igamaro zum Schluss. Und dann geht es weiter mit 2x Molly. Molly, 2x, noch. Noch 2x. Dann kommt 20x Nudel. 20x Nudel am Ende. Kamera ist noch gelb.
525, das ist nix. Jetzt also raus, jetzt auf Molly, ja? Molly. Ich drück schon mal, die wird mit O geschrieben, mit einer 0, meine ich. So, Molly. Molly? Molly 36. Ich warte auf zwei Molly. Stück. Das jetzt kommt. Molly. Zwei Stück ist brutal. 22, so ein Unterschied aber auch. Molly. Einmal Molly. Ja, und am Ardi kommt Molly Maus. Molly? Molly Maus, genau. Molly? Molly Maus. Was ist das eigentlich? Für Fahrräder zum Anschließen oder was? Nee, um keine Kinder dran zu binden. Damit sie nicht abholen. Ich dachte, die hängt man direkt in den Zaun. So, guck schnell mit so einem. Also, ich bin bereit, Hannes. Ich bin bereit. Jetzt warte ich nur. Und guck mal, pass mal auf. Ah, oh, jetzt. Jetzt hat. Was? Guck, hier ist das Symbol. Wenn du drauf drückst, bist du direkt im Trade. Das ist gut. Du musst nicht erst dort drücken. Das ist gut, das ist gut. Und jetzt hast du einen Flunschläg. Ja, und zwei von den Rio. Mach lieber nicht so weitermachst, müssen wir die restlichen Videos ohne dich drehen. Das ist ganz traurig. Ja. Ich denke, du wolltest da klettern, da hinten in der Sandgrube, wo die Schlangen drin sind. Genau. Oder schaukel doch noch mal 5 Minuten oder nimm das die rote Kappe und setz den Hannes auf den Kopf. Da hat er auch eine. Oh. Das da liegt so eine verschmierte rote Kappe auf der Bank. Die sieht total aus, als hätte sich jemand den Arsch damit abgeputzt. Jetzt nimmt sie bestimmt meine, setzt sie dir auf und gibt mir das alte verkrüppelte Ding. Ah. Ich weiß genau hinterher. Hey, da kam gerade schon Sand raus, ja? Wenn, dann muss man die wenigstens aufs Größte stellen. Hier ist übrigens Woody Woodpecker drauf. Oh, Woody Woodpecker. Aber wenn wir die jetzt so aufsetzen, da kennt man gar keinen Unterschied mehr. Redhead? Ist ein bisschen klein, oder? Ach, keine Ahnung. Sieht so aus, als hätte ich rote Haare. War das schon der zweite? Das war schon der letzte, ja. Dann gehst du jetzt auf die Nudel und ich gebe die Nudel ein. Jetzt muss ich mir erst mal gucken, wie heißt die Nudel überhaupt? Nudel. Samyang Bulldog und der steht bei dir als Ramon zweiter Account. Den habe ich damals nämlich vom typisch Andy übernommen, abgekauft. Der hat nämlich sein Handy verkauft und mit dem Handy sein Hauptaccount plus sein zweiter Account, den gelben. Die habe ich beide übernommen, die Accounts, plus das Handy für 100 Euro. Und das Handy alleine wäre schon 200 Euro wert gewesen. Deswegen war das ein super Schnapper und seitdem habe ich den als zweiter Account zweiter genommen. Zweiter Account. Genau, der. Wunderbar. Das sind die letzten 20. Und unter den letzten 20, sage ich, sind noch zwei Luckys dabei. Was sagt ihr? Ist da noch was dabei? Drei. Komm, Hannes, um dich zu ärgern, muss ich sie dir aber auch nochmal aufsetzen. Okay, aber okay. Bei dir diesmal richtig rum, dass du aussiehst wie Niki Lauda. So. Steht dir doch so, ist doch wunderbar, oder? Ja, dann muss man aber noch die Ohrwaschel abpressen. Soll der Hannes öfters mal eine Mütze aufsetzen und irgendwie... Und muss mir die Ohrwaschel abpressen, ja. Sonst sehe ich nicht aus wie Niki Lauda. Total Acton. Das ist Krakilo. Wenn ihr auch ein Kilo habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das schlackert auch die Ohren rum. Tausch. Jetzt ich geht's sag um drei, die drei, gibt noch drei. 20 Trades noch. 20 Riolo. Ich sag zwei Luckys kommen. Er sagt drei Luckys kommen noch. Wie viele werden es sein? Haltet das Video an, macht's bloß weg. Und schreibt mal rein, wie viel. Macht mal ein Plus hin. Nix. Können wir wegtauschen. Gut. Weg der Lucario-Bonbon. Oh, es ist spannend, noch 19 Stück, Hannes, es ist jetzt so nur 11. Jo. Aber guck mal, es ist voll entspannt. Seitdem der Baby Jonas Habanero geboren ist, sitze ich nur noch hier draußen und stream gar nicht mehr. Das ist total toll, so. Nee, man hat jetzt den Luxus, dass man öfters mal einfach eine Premiere macht und chillt. Seitdem das Raid-mäßig alles so extrem weggefallen ist und... das andere Zeug so vom Urschleimern wieder anfangen muss, mit irgendwas sich aus dem Po ziehen. Ich muss irgendwann mal die Unboxings machen von diesen Pokémon-Karten-Sets-Dingern, die ich damals alle gekriegt habe. Das wäre was. Und dann schicke ich sie alles zu. Hm. Eigentlich wollte ich es verlosen. Du machst halt. Aber wenn der Hannes sagt, er hat schon immer Karten gesammelt, dann hat er eine kurze Pause gemacht. Die Pause hat 10 Jahre gedauert und jetzt muss er einiges nachholen. Vielleicht ist da ja was dabei, was den Hannes... mit seiner Niki Lauda Cap glücklich macht. 537, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich überlege mir
17 müsste es, glaube ich, noch sein. Ach, lassen wir uns überraschen. Da unten sehe ich, da kommt schon wieder ein Sumpex. Oh ja. Das kann nicht das von vorhin sein, weil wo kommen sonst die 50 Schickis dazwischen auf einmal her? Das macht gar keinen Sinn. Vielleicht kriegen wir es diesmal mit, wenn das Sumpex getauscht wird. Na, vielleicht überlege ich mir, ob ich mir sogar wieder ein Deck mache. Immer mehr ein Deck. Ein Deck. Ein Deck, ein Deck, ein Deck. 522, aber Hannes, ich sehe schon, wir haben Probleme, wenn es so weitergeht. Ja. Weil die Sonne kommt immer mehr auf den Tisch. Wenn es so weitergeht, ist die Sonne hier. Dann sehen wir gar nichts mehr. Dann ist es ja auch wieder warm. Dann können wir uns dann auch, wenn ich so hoch stehe, dann ist sie ja oben hinten drüber. Und dann ist vielleicht da drüben, wo wir vorher waren, eigentlich Schatten. Weil hier ja die Sonne dann da hinten ist schon wieder. Die geht zurück in die Verkehrsschule, in den Schrank und sperrt sich da selbst ein, bis sie morgen früh wieder rausgelassen wird. Das ist die Sonne. Hier kommt die Sonne. Ja, und jetzt wird gleich wieder hier gestreikt und gedisst, weil das ist ja verboten mittlerweile. So, 2 oder 3, nix. Also bis jetzt liege ich in Führung, weil ich bin am nächsten dran. Mit 0. Ja. 0 ist näher an 2 als 3. Damit hätte ich gewonnen. Aber es sind ja noch so 15 Stück oder so. Und es wäre so gut, kick wenn mal, der Akku mal noch hält. Der ist ja noch nicht rot, der ist noch gelb. Die Mütze steht ja wirklich gut. Das ist bei mir auch, wenn ich die so rummache. Ah, ja. Ja, wenn ich die so rummache, ist das ja alles grün. Bei dir ist es rot geblieben, weil deine geht einfach nach unten und sieht aus wie Mann. Wie Arsch und Friedrich. Ja, jetzt kommt das Sumpex. Das Sumpex kommt schon wieder näher. Jetzt habe ich aber schon 2 Kappen auf, oder? Ja. Dann bist du jetzt der Feuerwehrmann. Scheiße. Ah, Biene, da dreht Marie gleich wieder durch. Verdammt, die hat die Bienenattacke überlebt. Ich muss noch mehr Bienen anrufen, dass sie kommen und hier rumfliegen und so und du. Aber die kriegt einen Stock auf den Kopf. Ja. Nee, dann tue ich Sekret ausscheiden, was die Bienen anlockt. So, wie wendet die Bienenkönigin auf 553? Können wir wegschicken, cool. Sagte ich, der ist ja eigentlich ganz gut, weil ja der 67 ist ja der 100er, aber das brauchst du trotzdem nicht. Hast ja bessere. Schauen wir mal. Ich würde meinen Tipp gern auf von 2 auf 1 reduzieren und Hannes sein von 3 auf 2, aber wir können es auch bei 2 3 lassen. Es können ja auch 3 hintereinander werden, das wäre auch so. Ja, hallo. Aha. 523, nix. Anders langsam wird's mau. Ja, jetzt wird's schon langsam wirklich. Außerdem hast du es ja gut, du siehst ja genau, wie viele Riolo noch da sind. Jetzt zähl nicht, 11. Sondern tausch, damit das Zeug wegkommt. Ja, 11 sind's noch. 11. So, was sag ich? Ich drück gar nicht, dabei liegt's jetzt an mir wieder, dass es länger dauert. Es ist aber immer noch, es ist ein Test, gelb. So, weg damit. Ist immer nur gelb. Gib mal Scabby wieder her, du Lauder, du Luder. Genau, du Laudu. 511, nix. Noch 10, würde ich dazu sagen, oder? Jo. Jetzt kommt Zumbex mit 2100 noch was. Aus Ahorn, Bayern. Das ist ein Ahorn-Zumbex. Kein Ahorn-Sirup, ist ein Ahorn-Zumbex. Und jetzt wird's Glück. Das wäre cool. Das wäre jetzt wirklich heavy cool. Mhm. Weil es so fett ist. Wieso siehst du das schon vorher und ich nicht? Wieso ist das so eine gruselige Katze drin? Hannes ist immer in der Zukunft. Wo sind Katzen drin? Na da, das ist eine gruselige Katze. Ich muss erst aufs Schigi drücken, bevor ich mir gruselige Katzen angucken kann. Das sind die Critters, das ist die Critters Collection. Das dürfte das ist für die Shania, habe ich das mitgenommen, wenn die Freitag kommen, dass sie sich das ausleihen kann, weil da sind 4 Filme drin und die kennt nur die ersten 2 und die letzten 2 will sie noch gucken. Das wird jetzt glücklich. Zeig das doch mal. Nee, nix. 533, schlecht. Drücke ich das nächste an, Hannes, zeige ich gleich. Jo. Bonita, jetzt. Da brennt's, da wird's hell und es leuchtet und es sieht dann aus wie Luggy. Gut. Wie Schluggy. Das ist die Critters Connection mit allen 4 Critters Filmen. Kennt ihr die Critters, ne? Da sind alle 4 Filme drauf. Da hat sogar der Leonardo DiCaprio mitgespielt als kleiner Junge. Das muss man sich mal vorstellen, wie alt das ist, wie jung der damals war. Da
Lucky, siehst du, das Bodida brennt und es ist sogar mit 15 Angriff. Wir haben ein Lucky jetzt. Muss mal wieder rein. 96er. Es sind noch. Ich kann es ja bei dir ablesen, wie viel es sind. Es sind noch welche da. So, das ist die Antwort. Jetzt noch ein zweites, dann habe ich's. Jetzt noch ein zweites. 5, 6, 7. Die Bims der Hannes. Die Bims. Wie du Bims? Was Bims du denn? Ich Bims. Und? Ah, zweimal Lucky hintereinander. Einer noch. Jetzt darf keiner mehr kommen, sonst hat der Hannes gewonnen. Der hat gesagt, es kommen noch drei. Aber zwei ist okay. Es war die ganze Zeit nichts. Da braucht jetzt auch nichts mehr kommen. Wie? Das ist auch Mittausch, das ist auch ein Account. Also eigentlich hast du ja einen Account. Nee, Mamuschka hat dir ja einen gemacht. Lauscher Thüringen, Deutschland. Wichtiger als Lucky wäre mir ja eigentlich noch ein Wunder da, ja. Das muss nicht mal Lucky werden. Das muss einfach so, wie es ist. Und dann ist doch gut, aber. Das wird jetzt das dritte. Ah, Schlaggi. Ich glaube, ich muss nicht mal was schneiden, weil die Übergänge ja trotzdem fließend waren. 520 kann auch raus. Tu mal also weg. Kämpfen geht auch nicht. Felino, ich hätte noch einen Bonita nehmen sollen. Bonita hat Glück gebracht. Bonita war für den Lucky da. Fünf Stück, sagt er. Da können wir jetzt runterzählen. 5, 4, 3, 2, 1. Gewonnen! Wieder Blau gegen Blau. Das sieht gut aus. 17. 17, 18. Und? Fassande Riolu. Nein! Deswegen hat er gesagt, gewonnen, weil das ist das dritte, aber es ist schon wieder schlechter als das davor. Dann sag ich jetzt, ey, kommt noch ein viertes. Dann sag ich, es kommt noch ein fünftes. Ja, wir haben ja nur noch vier. Deswegen, ja. Weil es noch vier sind, kommt ein viertes. Das ist in vier dabei und der Rest ist gut. Deswegen nehme ich jetzt auch Bonita. Das ist unmöglich. Aber erklär das mal einem Kind, ne, was hier am Fahrradständer festgebunden ist. Das ist kompliziert, sage ich dir. Jetzt kommt das vierte und dann kommt das fünfte. Als Strafe musst du dann ein Lakritz essen, weil du gewonnen hast. Genau. So. Als Belohnung, der Gewinn ist ein Lakritz. Und dann haben wir am Freitag keine mehr. Nix, 527. 3. Jetzt sind wir bei eBay angelangt. 3, 2, 1. Lucky. Ne? Hier, Fünx ist auch Feuer-Pokémon. Braucht man, um den Hintergrund auszubrennen, dass der Lucky wird. Ich darf dir jetzt nur noch Feuer-Pokémon geben als Tauschmaterial oder blaue Pokémon. Ja, das ist, könnte auch oder Kampf-Pokémon, ne? Oder Riolus. Ich kann dir also alles geben, dass das was wird. Ich sehe schon bei dir. Ja. Oh! Vierte. Wieder 555. Aber weil ich vier gesagt habe, hast du gesagt fünf und es sind noch zwei. Drei? Zwei. Hannes kann noch gewinnen. Ich habe deswegen. Ich gebe ihm jetzt extra kein Feuer-Pokémon, damit es nicht Lucky wird. Das wird Lucky. Und es wird Lucky. Das ist das Gegenteil, es ist eine Pflanze, hallo. Das heißt, das muss unglücklich werden. Vor allem bei dir ist immer schon alles fertig und bei mir nicht. Du kannst so. Und der kriegt das nächste. Ja, du fünfte. Da muss das letzte jetzt aber auch eins werden. Das heißt, ich muss jetzt wieder was Gutes suchen. Das muss jetzt noch eins kommen. Ich kann ja nicht mehr hören. Warte, ich hab hier, da ist ein Glutexo. Ich geb dir ein. Nein, ich geb dir kein Glutexo, ich geb dir ein Flamara. Okay. Weil das ist groß und fett und das sorgt jetzt für das letzte. Das ist das letzte Riolu. Fünf, es bleibt bei fünf. Ist das letzte, ja? Ja. Das letzte? Ja, es bleibt bei fünf. Fünf? Es bleibt bei fünf. Da haben wir aber nochmal was rausgeholt. Wie viel es jetzt insgesamt war, weiß ich trotzdem nicht. Und. Acht. Nix. Ah! Acht, ja. Wer hätte es mit 100er sein können? So, jetzt hat der Hannes leider keine Riolus mehr auf seinem Account. Und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ja. Glücks-Pokémon aus 64 Trades bekommen. Obwohl es ja eigentlich mehr waren, weil wir haben ja noch ein paar Totonado rausgekriegt und alles, aber der Totonado ist auch noch einer geworden. Das ist die Trade-Session, die wir jetzt hier gekriegt haben. Das ist ja 9 Riolu, ja. Ein Totonado, ja, genau. Und das ist jetzt der Rest. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jo. Bis dahin. Big Dave, Big D, danke Hannes. Bitte, gerne. Tschüss Marie, was ist denn?
Kann ich ganz kurz auf die Toilette gehen? Jetzt musst du ja auch noch schiffen, wie ein Danklaster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Handels, euer Mariechen. Tschüss.